Ihr Lieben, seid mir gegrüßt. Herzlich willkommen hier im Whisky Hort. Wir wollen euch etwas Neues präsentieren, denn die Mareike Spitzer hat mit ihren irischen Whiskys mal wieder ein neues Fass aus dem Hut gezaubert und es als, ich glaube, mittlerweile sechste Ferry Cask Abfüllung nach Deutschland gebracht. Ferry Cask, ein Peated Single Malt Whisky diesmal aus Bourbon und STR Cask, Shape Toasted and Recharred, also ausgekratzte Fässer, die neu ausgebrannt wurden. Darin lag getorfter irischer Single Malt. Abgefüllt wurden die 224 Flaschen mit 58,1%. Dieses Jahr, 2016 destilliert, 5, 6 Jahre alt. Mangels genauerer Angaben nicht weiter einzuschätzen. Wir haben verschiedene Abfüllungen davon schon gehabt. Die waren, auch wenn ich an den ersten Peat denke, das war Werthers Echte mit Rauch, sag ich mal. So ist der bei mir hängen geblieben. Richtig geiles Ding. Zwischendurch was aus dem Portfass. Jetzt wieder Peat. Ich freue mich drauf. Okay. Der wirkt schon mal sehr kräftig in der Nase. Und das Aroma, das umhüllt dich wie ein wärmender Mantel. Das, liebe Genießerinnen und Genießer, ist schön. Ich könnte jetzt sagen, genug für heute. Ich werde den Rest des Tages jetzt immer weiter an diesem Whisky riechen. Aber ihr wisst ja noch nicht, was ich rieche. Also schöne, kräftige Torfnote. Aber gut eingebunden in satte, warm, süße Aromen. Rohrzucker. Der hat ja so eine ganz eigene, leicht karamellige Süße, die im Gegensatz zum raffinierten weißen Zucker sich nicht so aufdrängt. Die ist ein bisschen hintergründiger, wirkt dafür etwas voller. Und genauso diese Aromen, diese Süße hat der Whisky mitbekommen. Cerealien, Haferflocken, so in die Richtung geht's weiter. Richtig schön. Boah, und das in einem, wirklich einem Volumen, da weiten sich die Nasenflügel. Schwarzer Tee kommt mit dazu. Ein wenig Streuselkuchen. Und das Ganze wirklich eingehüllt durch diese Rauchnote, die sehr, sehr angenehm, sehr wärmend, so ein warmer Lagerfeuerrauch daherkommt. Sehr schön. Dann probieren wir mal. Ihr merkt es daran, wie lange ich den jetzt im Mund gehalten habe. 58,1% problemlos zu genießen. Weich, rund, stimmig,
Rauch, schöne Süße, Kuchenteig auch hier, Cerealien wieder mit dabei. Die Süße ist ein bisschen deutlicher, die Rauchnote, die Torfrauchnote ein bisschen kräftiger. Das Ganze ist noch voluminöser, als es in der Nase schon wirkte. Erstaunlich. Ich bin jetzt gerade im Moment ein klein wenig traurig, dass wir den ersten Getorften dieses Werthers Echte mit Rauch nicht mehr haben, weil die hätte ich zu gerne parallel verkostet. Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, gefällt mir der hier sogar noch besser. Ich fand den ersten schon richtig klasse. Der hier gefällt mir noch besser, weil der nicht ganz so süß daherkommt. Der ist ein kleines bisschen direkter, aber sehr, sehr kräftig, sehr vollmundig, sehr komplex in den Aromen. Stellt sich noch ein bisschen gehaltvoller dar. Die 58,1%, wie gesagt, geht problemlos. Feines Ding. Mareike, den hast du richtig gut ausgesucht. Sehr schön. Da müssen wir gleich mal über eine Nachbestellung reden. Weil zum Preis von 69,90 für die Flasche, ganz ehrlich, den erkennt keiner groß als ihren. Da gibt es ja manche Leute, die sagen, nee, ihren ist nicht so meins. Wie gesagt, den erkennt man nicht als ihren. Der wird, glaube ich, bei allen Bietern richtig gut Anklang finden. Und was waren 228 Flaschen? 224. Bevor die jetzt alle komplett weg sind, müssen wir davon, glaube ich, nochmal welche für uns sichern. Vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich euch. Ihr sitzt wahrscheinlich schon an den Tastaturen, um zu bestellen, wenn ihr an sowas Spaß habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Richtig lecker. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und wir schauen mal, was wir dann ausgraben. Kommen auf jeden Fall ein paar spannende Sachen noch in den nächsten Tagen, Wochen. Bleibt gespannt. Wir sind es auch. Bis denn. Ciao, ciao.